Union Berlin gegen den BFC. Schon früher verband die beiden Vereine alles andere als Liebe. Tja, und es scheint, als ob es für Rivalität und Feindschaft leider kein Verfallsdatum gibt, denn vor einer Woche gab es beim Spiel genau dieser beiden Ausschreitungen der Superlative. Insgesamt über 8000 Zuschauer wollten das Spiel sehen, doch der Sport rückte fast völlig in den Hintergrund, als ca. 300 Union-Anhänger versuchten, in den Gästeblock zu gelangen. Die Partie musste für eine Viertelstunde unterbrochen werden, über 100 Beamte wurden verletzt und danach 175 Menschen festgenommen. Der BFC gewann übrigens mit 1:0. Heute ging es, wie es sich gehört, deutlich friedlicher zu. Gegen Halberstadt sind auch längst nicht so viele Zuschauer dabei. Heute insgesamt ganz andere Voraussetzungen, denn der BFC empfängt seine Gäste mal woanders, Bodo Bück. Gespielt wird in Berlin Hohenschönhausen im Sportforum. Sehr familiär, man kennt sich, man ist unter sich im Spiel 7. gegen den 8. 750 Zuschauer, überschaubar. Germania in Schwarz, sie kommt mit der Empfehlung, Carl Zeiss Jena bezwungen zu haben. Und das sind die Konter, die sie hier gegen den BFC inszenieren. Mit Teixeira Rebello, dem Torschützenbesten der Mannschaft, da hätte er mehr draus machen können. Das Hinspiel gewann der BFC, das war vor der Zeit von Henry Fuchs, mit 3:0. Diesmal eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Beide mit Chancen, mit Top-Möglichkeiten. Aber dann dieser Knaller, dieser Außenrissschuss von Mansfeld in der 32. Minute. Und den kann Nagel nie und nimmer erreichen. Der BFC führt mit 1:0. Die Antwort von Germania Halberstadt lässt nicht lange auf sich warten. Mit dem Kapitän, mit Schubert. Und dann der lange Labisch, der da mit nach vorne kommt. Und der Torhüter beim BFC, Flauder, ebenso groß gewachsen, geht da hinunter. Was er dann aber macht, ist nicht optimal, ist sogar schlecht. Eröffnet Germania diese Möglichkeit durch Teixeira Rebello. Und dann das Nachsetzen von Derwischai, ganz stark, und es steht 1:1, Teixeira Rebello mit seinem 7. Saisontreffer. Hervorragend diese Flanke vom Linksfuß der Mannschaft von Derwischai, und dann rückt er auf, Teixeira Rebello. Also die Antwort der Fuchsschützlinge Kamprad. Dann wieder der BFC im Mittelpunkt. Nagel, der Schlussmann, zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Dann muss der Kapitän ran. Dann ist es Schubert, der sich da lang macht. Hier die Möglichkeiten von Preis. Das ist der beste Torschütze beim BFC Dynamo. Und fantastisch der Pascal Nagel, der Schlussmann von Germania Halberstadt. Der verantwortliche Trainer Thomas Stratos. Seine Mannschaft jetzt am Drücker. Und sie haben noch eine Möglichkeit. Kurz vor Schluss, kurz vor dem Pausentee. Parade von Pascal Nagel gegen Muhovic. Der BFC muss auf Brunnemann verzichten. Der macht sich nützlich und verkauft Karten für das nächste Spiel der Mannschaft gegen Babelsberg. Der zweite Durchgang. Ja, das ist ein Durchtanken von Köhne. Und ein Schuss vom Kleinen, vom Kleinsten auf dem Feld, von Rehbein. Das sieht Nagel unglücklich aus, aber wir werden das sehen, der Ball ist abgefälscht worden. Da kann er dann nichts mehr machen, ist schon in der anderen Ecke. Und so erneute Führung des BFC Dynamo, also 2:1. Aber wieder gibt es eine Antwort von Halberstadt. Wieder Teixeira Rebello. Und Meier, der traf auch gegen Carl Zeiss Jena. Diesmal schlätzt er den Ball hinein ins obere Eck. Flauder geschlagen. Also wie vor einer Woche. Die Tore schießen Teixeira Rebello und mit diesem Kunststoß Jan Christian Meier. 2:2. Wirklich eine imposante, eine gute Vorstellung von Germania Halberstadt hier in Hohenschönhausen.
Nagel unglücklich und dann Jai, den sie hier alle Dieter nennen. Dieter ist ein Volksheld. Da brauchte er gar nicht mehr viel zu machen. Da stand er ganz einfach frei und trifft. Wieder Führung für den BFC 3:2. Gibt es wiederum eine Antwort von Germania Halberstadt? Kommen Sie noch einmal zum Ausgleich. Sie bemühen sich. Sie haben konditionelle Vorteile. Der Kapitän muss ran. Schubert, der war nicht schlecht. Flaude muss da sein ganzes Können zeigen. Wirklich ein großes Spiel von Germania Halberstadt. Aber sie stehen mit leeren Händen da. Zum Schluss. Kann man der Mannschaft nichts vorwerfen. Hat dagegen gehalten, auch spielerisch dagegen gehalten und hat alles abgerufen. Am Ende hat es nicht gereicht und das müssen wir so akzeptieren. Ja, und auch die mitgereisten Fans aus Halberstadt, sie honorieren die gute Leistung ihrer Lieblinge, auch wenn es keine Punkte gab in Hohenschönhausen im Sportforum.